Go, 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 auf geht's. Gehe ich zu Fuß? Ich glaube, ich gehe zu Fuß rüber, oder? Das geht auch viel schneller. Also wenn ich jetzt eine Schnellreise mache. Ich beeile mich einfach. Ich weiß ja jetzt, dass da ein Loch in der Mauer ist. Nämlich hier ungefähr. Oh, die Texturen laden aber schnell nach. Die sind ja hochauflösend hier. Wow. Ih, nichts durchs Wasser. Da kriege ich nasse Füße. Die Ding kommt auch mit. Das finde ich sehr gut. Ja, guck mal, es geht viel schneller als eine Schnellreise. Wenn man jetzt eine Schnellreise gemacht hätte, dann hätte es doch wieder 40 Jahre gedauert. Und jetzt sind wir schon da. Also gleich. Also sofort. Oh, jetzt habe ich natürlich übersehen, dass ich durch die Giftbrühe muss. Oh, nee, ich kann ja da über die Brücke. Hehe. Hehe, muss gar nicht durch die Giftbrühe. So, Safari, wir kommen. Wir gehen auf Safari. Endlich wieder. Warst du so lange nicht mehr auf Safari? Mann, Mann, Mann. Auf was man alles verzichten muss, so. Safari zum Beispiel. Was? Oh, ein Hinterhalt. Das soll so ein bizarrer Hinterhalt sein. Nicht mit mir, liebe Kinder. Nicht mit mir. Huhuhu, da kommen die einfach aus dem Hinterhalt. Nee, nee, nee. Okay, wo soll ich hinzielen? Aufs Gesicht? Okay. Er will es so. Er hat darum gebettelt. Oh. Tja, Leute. Da habt ihr mich aber eiskalt erwischt. Mit eurem Überraschungsangriff. Respekt. Muss ich schon sagen. Haben sich noch mehr verschanzt? Nö. Nö, nö, nö. Gut, dann können wir ja jetzt endlich... Guck mal, da ist sogar eine Karte vom Park. Sie sind hier. Genau da. Ja, wunderbar. Haben wir uns das auch mal angeguckt? Safari Adventure. Wuhu. Abenteuer mag ich ja. Und das Werbejingle läuft ja auch noch. Oh, was ist das denn da vorne? Gatorklaue? Du wirst zu Boden gehen. Eine Gatorklaue, natürlich. Das hat mein Blut in Ballen und du bist? Gatorklauenfleisch. Was ist eine Gatorklaue? Und wer ist der Typ da vorne? War das Grognak der Barbar? Ich würde noch gerade irgendwas aufsammeln noch. Da habe ich mich da gerade getäuscht. Zito, wer Hallo. Ist Zito? Mann, Zito dich sehen Monster töten. Du Freund? Nicht vom Monster, aber wir zwei können gerne Freunde sein. Klar, lass uns Freunde sein. Zito froh haben stark Freund. Ach, der gute du Zito. Monster alleine. Monster stark, aber du mehr stark. Ich bin sehr viel mehr Zito stark, froh, hast du recht. Du töten Monster. Monster Zito und Familie von Zito Veto. Oh, das ist aber unschön. Aber jetzt kann es dir tatsächlich nicht mehr wehtun. Tja, jetzt kann es dir nicht mehr wehtun, Zito. Nein! Viele Monster mehr! Nicht aufhören! Ach, da sind noch mehr von denen. Zito töten Monster. Neues Monster kommen. Zito töten Monster wieder. Neues Monster kommen wieder. Vielleicht haben die Nester irgendwo. Monster nicht aufhören. Helfen Zito Monster stoppen? Na klar. Natürlich helfe ich dir. Zito froh, du helfen. Neuer Freund folgen, Zito. Aber gerne. Zito dir zeigen Ding. Ding helfen, töten Monster. Ein Ding? Was denn für ein Ding? Oh Gott, der zeigt mir doch jetzt nicht seinen Penis, oder? Zitroni? Hey, ich will mir das alles angucken. Renn doch nicht so schnell. Oh. Das sieht aus wie ein Gehege. Schon
erwischt. Ah, das Primatenhaus. Okay, ab ins Primatenhaus. Hallo, ihr Primaten. Na? Ach, ist das Zitos Familie? Oh, ihr seid ja lieb. Na, kratzt ihr euch alle? Das Zuhause. Das Familie. Du bist hier der moderne Tarzan, oder was? Nicht Angst, sie dir nicht wehtun. Du Freund Zito heißen, du Freund Familie. Anscheinend wurde er wirklich von den Gorillas großgezogen, aber wo hat er dann menschliche Sprache gelernt? Wie bist du bei diesen Gorillas gelandet? Zito sehr klein als erste Familie sterben. Erste Familie wie Zito aussehen. Mit Bart? Zito nicht sterben, nur gehen und gehen. Dann finden Zoo, finden neue Familie. Oh, das ist wirklich herzerweichend. Neue Familie helfen Zito, geben Zito Essen und Wasser, beschützen Zito. Jetzt Zito groß und stark. Zito helfen Familie kämpfen gegen Monster. Das finde ich ja echt cool, dass er hier eine Gorilla-Familie hat. Du hast eine schrecklich nette Familie, Zito. Du sage nette Dinge. Zito möge neuen Freund. Ich mag dich auch, Zitrone. Jetzt du helfen Zito. Familie in Gefahr. Hier verstecken vor Monstern. Nur hier sicher. Hier haben kein Essen. Hier haben kein Wasser. Zito rausgehen, helfen Familie, Monster Zito töten wollen. Zito viele töten, mehr Monster kommen, nicht aufhören. Zito Angst haben, Monster Familie wehtun. Ja, ich soll jetzt die Monster töten, das ist kein Problem, das mache ich natürlich gerne für euch. Ist okay, Zito, wir kümmern uns um deine Familie. Zito mögen, neuer Freund. Zito haben Geschichte. Geschichte helfen, töten Monster. Eine Geschichte? Zito essen mit Familie. Alter Mann kommt nach zu Hause. Alter Mann verletzt. Zito versuchen helfen. Alter Mann sagen, er machen Monster. Zito wütend auf alter Mann. Monster Familie wehtun. Ein alter Mann, der Monster macht? Monster wehtun Familie. Er geben Zito Glitzerding. Er sagen, Glitzerding helfen gegen Monster. Zito versuchen mehr helfen. Aber alter Mann sterben. Zito legen alter Mann in Boden, aber behalten Glitzerding. Jetzt geben Glitzerding neuer Freund. Helfen Zito. Ich krieg ein Glitzerding. Das habe ich jetzt gebraucht. Hör dir McDermott's Holoband an. Ah, das ist also das Glitzerding. McDermott's Holoband. Mr. McDermott's Tagebuch. 91W. Hier spricht Dr. Darren McDermott, letzter bekannter Überlebender. In der Safari Adventure Replikationsanlage. Das ist meine letzte Aufzeichnung. Ich habe etwas Schreckliches getan. Die Dinge, die ich erschaffen habe, die ich Gatorklaue nannte. Sie müssen vernichtet werden. Man kann sie nicht zähmen oder kontrollieren. Ihre Wildheit ähnelt nichts, was ich kenne. Und jetzt ist der Nuka Genrep. Replikator außer Kontrolle. Er produziert sie mit erschreckender Geschwindigkeit. Müssen die alle so langsam reden eigentlich? Bitte, irgendjemand, finden Sie meinen oder Dr. Heinz Zugangscode. Schalten Sie den Replikator ab, bevor es zu spät ist. Und wenn diese
Das hoffe ich natürlich auch. Sprich mit Zito. Erstmal wollte ich hier diese Zitos Notiz lesen. Wenn du das hier liest, hast du Marcosito getroffen. Sein Vater Marcos wurde bei einem Superhutan-Angriff auf unsere Siedlung getötet und ich fürchte, meine eigenen Verletzungen werden mich ebenfalls dahin raffen. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit und ich habe Angst, ihn allein hinaus in diese Welt zu schicken. Aber mir bleibt keine Wahl. Ich flehe dich an, nimm ihn auf und sorg dafür, dass er Nahrung und ein Dach über dem Kopf hat. Sag unserem kleinen Zito, dass seine Eltern ihn lieb haben und er uns immer in seinen Herzen finden kann, wenn er uns sucht. Imelda, Zitos Mutter. Oh. So, also wir müssen, also die Gator-Clown draußen wurden, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwie genetisch erschaffen durch einen Replikator. Und dieser Replikator läuft gerade automatisch und erschafft immer mehr davon. Ich muss den Replikator finden und ausschalten. Toter Mann hat wichtiges Ding. Stimmt das soweit? Dann kommen die Gator-Clown, die Monster, aus einer Tierklonanlage von irgendwo unter der Safari-Adventure. Glitzerding helfen, neuer Freund. Ja, sehr. Ja, es war sehr nützlich. Ich muss nur die Klonanlage finden. Zito haben Idee. Zito sehen alter Mann kommen von großen Dreieckhaus. Lange her sein. Gehen zu großen Dreieckhaus. Finden Klonanlage. Stoppen Monster. So werde ich's machen. Zito kommen mit neuer Freund. Zito helfen. Bist du sicher? Können die Gorillas helfen? Du kannst der Köder sein, Alter. Also brauche ich Gorillas bei der? Eigentlich möchte ich alleine arbeiten. Bleib doch bei deiner Familie. Nein, bleib bei deiner Familie. Ich komme schon klar. Sieh du bleiben. Sieh ja. Du beschützen Familie. Ja, das ist sinnvoll. Der betritt das große dreieckige Haus, genau. Ich habe ja den guten Deacon dabei und meine Schrotflinte. Ich habe keine Angst vor Gator-Clown. Und ich glaube, es ist eine gute Idee, dass Zito bei seiner Gorilla-Familie bleibt, weil kann ja sein, dass während ich weg bin, es jemand auf die Gorillas abgesehen hat. Und dann ist Zito da und kann Ärsche treten. Mit seinem geilen Schwert. Der gute alte Tarzan-Zito. Mensch, das ist so ein Haudegen. So, irgendwo ist ein dreieckiges Haus. Erstmal muss ich mich ein bisschen umgucken, glaube ich. Da ist doch, sieht doch auch noch Primatengehege aus hier. Aber die haben sich natürlich nach drinnen zurückgezogen, um sicher zu sein. Oh, guck mal, hier kann man raufklettern. Hopp. Und hat so einen kleinen Überblick. Aha, so. Mhm, ja. Zeigen Sie Ihre Eintrittskarte in Corkys Café in Nukatown, USA vor. Na klar. Und Sie erhalten eine Nuka-Pommes zum halben Preis. Boah, Nuka-Pommes zum halben Preis, wenn das mal kein Angebot ist. Das Dreieckhaus ist das Welcome Center. Ah, da muss ich also rein. Aber ich wollte mich erstmal hier draußen noch ein klein wenig umschauen. Das klang nach einem Viech. Das klingt hier alles nach Viech, aber ich habe so das Gefühl, dass die Geräusche alle vom Band kommen irgendwie. Guck mal. Miezebüffel und so ein Terrorvieh. Oh, guck mal, die kämpfen gegeneinander. Wie nice ist das denn? Wo ist der andere Büffel hin? Er ist abgehauen. So ein Feigling. Alter, wie viele Teile die zerfliegen. Ah, da kommt er ja. Für die Fünfer-Vorstellung sind Tickets noch in begrenzter Stückzahl erhältlich. Hier, sonst noch irgendwie. Nee, nur blutige Überreste. Dahinter ist irgendwas. Deacon, wo rennst du hin? Bleib hier. Deacon, hau das mal ab.
Okay, da kommen wir nicht so rüber. Das wirkt alles sehr Safari-haltig hier. So von der Musik auch und von den Geräuschen vom Tonband. Und von den grotesken Viechern, die hier rumlaufen. Das ist schon ein echtes Safari-Abenteuer. Das muss man den Leuten lassen. Ich meine, welche Safari kommt heutzutage noch ohne geklonte Terrormonster aus? Kundenanimatronik. Nee, das Outfit nehme ich lieber nicht, aber schade, dass die Tür zu ist. Ah, hallo. Na, komm ruhig näher. Da brauchst du gar nicht so rumzuschreien. Corkys Baumhaus. Hier ist doch irgendwo noch einer. Hier ist doch ein roter Punkt. Wo ist der denn? Der Mistvieh. Hier schon mal nicht. Der Käfig ist leer. Und das hier ist Corkys Baumhaus? Achso, die Tiere soll man nicht füttern. Gut zu wissen. Da oben ist das Baumhaus. Ja, geil. Da will ich rauf. Nachdem ich mich gründlich umgesehen habe. Aufgrund der großen Nachfrage findet jetzt eine zweite Vorstellung von Queen Quantums Krönung statt. Näheres dazu in ihrer Parkbroschüre. Ah, Mist. Ich habe meine Broschüre zu Hause vergessen. Sowas Doofes aber auch. Gut, die Käfige sind offenkundig alle leer. Die Flaschen im Automaten auch. Toll, hätte ruhig mal jemand auffüllen können zwischendurch. Da ist noch was drin. Eine Nuka Cherry und eine normale Nuka Cola. Yeah. Oh, hier gibt's Eis. Eis? Eis? Und hier? Da steht gar nichts dran. Hier gibt's einfach nur irgendwas. Nuka-Cola und bunten Mais. Bunter Mais. Bunter Mais ist der beste Mais, muss ich sagen. Wieder ein Viech? Wo bist du denn, Viech? Ich habe dich genau gehört. Du kannst dich zwar von mir verstecken, aber gehört habe ich dich trotzdem. Wo ist es denn? Viechi. Viechi, Viechi, Viechi. Da bist du. Wer klont denn so groteske Viecher aus Alligatoren? Wer macht denn sowas? Das ist doch kein Modell für die Zukunft. Also wirklich. Also wirklich. Wenn ich mal irgendwelche grotesken Viecher klone, dann nehme ich bestimmt keine Alligatoren dafür. Hühner vielleicht. Ja, aus Hühnern kann man groteske Dinge züchten. Das finde ich überhaupt nicht verwerflich. Ganz im Gegenteil. Die Bruderschaft. Im Ödland der Hauptstadt waren sie ganz okay. Aber jetzt... Jetzt sind die ein bisschen aggro, finde ich. Naja, hier ging es durch das Gehege durch. Da ist das Affenhaus. Ich versuche mich so ein bisschen zu orientieren, was nicht immer so ganz easy ist. Ja, sind wir hier entlang. Wo kommen wir da hin? Da ist nichts. Hier ist eine Sackgasse. Okay. Okay, okay. Da ist nichts. Da ist noch Kronkorken.
Ja, das Baumhaus, das sieht sehr geil aus. Da muss ich wirklich gleich mal rein. Da steht eine große Bärenstatue. Ob hier auch Bären rumlaufen? Ich habe noch keinen gesehen. Ja, wahrscheinlich haben die grotesken Alligatoren-Klone das schon alles ausgerottet, was hier sonst rumlief. Aber wo ist der Spaß bei der Sache, wenn man die Primaten nicht mit unhöflichen Gesten provozieren darf? Ganz ehrlich. Aber dafür, dass ihr so hochmutierte Viecher seid, könnt ihr erstaunlich wenig ab. Denken Sie daran, sich einen guten Platz für das Fistop Mountain Feuerwerkspektakel zu sichern. Die Show Fister Mountain? Wen soll ich fisten? Ach, Fistop Mountain. Nein, du sollst dich nicht hinsetzen, du sollst die doofe Dings aufmachen. Dings. Da, das sollst du aufmachen. Danke. Da ist ein Nuke Arcade-Ticket drin. Das ist ja sehr schön. So, jetzt können wir wieder aufstehen. Ah, genug gesessen. Karten für unser Heckenlabyrinth sind im Safari Adventure Park Büro für nur $35 erhältlich. Oh, für nur $35 ins Zeckenlabyrinth? Das finde ich voll angemessen. Nuka Cola Orange. Oh, nice. Quantum. Oh, mir fällt gerade ein. Ich wollte ja noch. Wo habe ich die hingelegt? Nein, du solltest nicht schießen. Du solltest, genau. Ich wollte das Ding ja noch ausprobieren. Da bin ich völlig von abgekommen. Habe ich ganz vergessen. Der letzte Zug zum Nuka World Transitzentrum verlässt den Park um 23.55 Uhr. Vielen Dank. Ja, ich habe zu danken dafür, dass überhaupt noch ein Zug fährt. So, ist jetzt noch so ein komisches Viech, das ich abknallen kann mit einer Atomexplosion? Bitte. Bitte verzichten Sie im Gorilla-Haus darauf, unsere Primaten mit unhöflichen Gesten zu provozieren. Vielen Dank. Unhöfliche Gesten sind alles, was ich habe. Danach bleibt mir keine weitere Form der Kommunikation. Hat sich hier eine Gazelle erlegt und ist dann gestorben. Ach, guck mal, da wäre man sonst auch so reingekommen. Man muss es halt nur übersehen.